Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen Unsichtbarkeits-Godmode-Glitch zeigen auf Mauer der Toten. Das gleiche könnt ihr auch auf Ausbruch machen. Für diesen Glitch braucht ihr auf jeden Fall den Aether-Schleier. Wie ihr in meinem Gameplay schon seht, bin ich ja im Aether-Schleier durchgehend und die Zombies sehen halt einen nicht und versammeln sich dann an verschiedenen Punkten in der Nähe. Und ich zeige euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Als allererstes müsst ihr das Hasen-Easter-Egg machen. Für alle, die nicht wissen, wie das Hasen-Easter-Egg geht, werde ich das nochmal oben rechts als Infokarte verlinken. Also ihr könnt draufklicken und es euch anschauen. So, wenn ihr dann beim Hasen-Easter-Egg seid, Leute, passt auf, dass ihr nur eine Ladung Aether-Schleier habt. Also macht nicht beide voll. Falls ihr zwei Stück habt, benutzt einfach eine, so wie ich jetzt gerade. Dann beendet die drei Wellen. Und wenn ihr das gemacht habt, öffnet sich hier der Bereich, Leute. Und jetzt braucht ihr Glück. Denn aus dieser Kiste muss jetzt volle Kraft rauskommen. Und zwar sind das hier diese zwei Schwerter, die eure Feldaufrüstung wieder auffüllen. Wenn ihr die dann habt, so wie ich, aktiviert euren Aether-Schleier. Wechselt eure Klasse zu irgendeiner anderen Klasse mit einer anderen Feldaufrüstung. Ich habe jetzt mit Feuerring genommen, Leute. Nehmt dieses volle Kraft-Perk, aktiviert dann Feuerring oder je nachdem, was ihr genommen habt. Und dann seid ihr für immer im Aether-Schleier bzw. für die Zombies unsichtbar. Ihr bleibt so lange unsichtbar, bis ihr wieder Aether-Schleier benutzt. Wenn ihr noch einmal Aether-Schleier benutzen solltet, kommt ihr aus diesem Glitch raus. Aber alles andere könnt ihr benutzen, ob ihr jetzt Feuerring, Giftpflanze oder so benutzt, ist egal. Und ihr könnt auch den Heli und sowas benutzen. So, das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.